بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Heute das Thema Freunde. Wie steht der Islam zum Thema Freunde? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Und seid mit den Wahrhaftigen. Das heißt, schaut, dass ihr befreundet seid mit Leuten, die wahrhaftig sind mit Allah, mit seiner Religion und mit den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Menschen, die die Religion praktizieren. Menschen, für die Allah subhanahu wa ta'ala am wichtigsten ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt ein Gleichnis. Er sagt, das Gleichnis vom Freund ist wie das Gleichnis von einem Parfümverkäufer und einem Schmied. Der Parfümverkäufer ist jemand, der dir entweder Parfüm verkauft oder dir Parfüm geschenkt oder am Ende hast du einen guten Geruch wegen dem Parfüm. Und er sagt, der Freund ist wie der Schmied. Das heißt, wenn du mit einem Freund befreundet bist, mit einem schlechten Freund, dann ist er wie der Schmied. Du bist mit ihm und Feuer und Funken kommen auf deine Kleidung und zerstören deine Kleidung. Und am Ende hast du einen schlechten Geruch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird uns damit beibringen, dass der Freund direkt oder indirekt einen Einfluss auf dich hat, ob du willst oder nicht. Entweder positiv wie beim Parfümverkäufer oder negativ wie beim Schmied. Weil viele Geschwister sagen, ja, ich bin mit dem und dem befreundet, er betet nicht, er fastet nicht, er ist kein Praktizierender und so weiter, aber wir sind halt nur Freunde. Nein, du musst aufpassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Mensch ist mit demjenigen, mit dem er befreundet ist, am jüngsten Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Mensch ist so wie sein Freund. Er übernimmt die Religion seines Freundes. Deswegen sollt ihr aufpassen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mit wem ihr befreundet seid. Wunder dich nicht, wenn du mit Leuten befreundet bist, die nicht beten und die Alkohol trinken und die Drogen nehmen und so weiter, dass du irgendwann mal auch nicht mehr betest. Und dass du irgendwann mal auch mit den Sünden anfängst, die sie machen. Deswegen pass auf mit dem, mit wem du befreundet bist. Sei mit Leuten befreundet, die besser sind als du. Sei mit Leuten befreundet, die dich weiterbringen in der Religion und weiterbringen im Leben. Damit erreichst du die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, der Mensch ist mit demjenigen am jüngsten Tag, den er liebt. Deswegen, wenn du mit Leuten bist, die sündigen und die nicht Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, dann bist du mit ihnen und du liebst sie auch noch dazu, dann bist du mit ihnen am jüngsten Tag, das heißt im Höllenfeuer, wenn sie so sterben. Aber wenn du mit Leuten bist, die Allah fürchten, die Allah gehorsam sind, dann bist du auch mit ihnen am jüngsten Tag, das heißt im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns Freunde geben, die uns weiterbringen in der Religion, in dem Leben. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح.